So, herzlich willkommen, meine Lieben, zu Divine Divinity. Zurück zu Divine Divinity. Wohl eher so. Ab zum Zwergenkönig. Halt, ihr kennt die Prozedur bereits. Ihr gebt mir all eure Habseligkeiten und ihr könnt den Thronsaal nicht betreten. Ihr nehmt meine Sachen. Ich wollte gerade sagen, die Axt haben wir hoffentlich dabei. Habt ihr den goldenen Fluss gesehen? Ihr solltet wissen, dass alle Wunder, die ihr hier seht, von Zwergenhand gefertigt sind. Erzählen, ein böser Zauber mit Hilfe von eurem Bruder Gregor kommt. Viele Zwerge haben sich den Abschnitt des Bergwerks versammelt und planen einen Handstreich. Ich habe erschreckende Nachrichten. Ich muss euch erzählen, dass ein böser Zauberer jetzt Hilfe von eurem Bruder Gregor bekommt. Viele Zwerge haben sich bereits in Abschnitten des Bergwerks versammelt und planen einen Handstreich gegen euch. Was? Gregor will mich verraten? Das sind in der Tat schlechte Nachrichten. Dann sind die Grubeneinbrüche und die vermissten Zwerge nur vorgetäuscht, um die Morde und die Pläne dieser Verbrecher zu verbergen, die mich absetzen wollen? Ich werde die Angelegenheit sofort untersuchen lassen und keinen Verräter schonen, nicht einmal meinen Bruder. Ihr habt meinem Volk und mir einen großen Dienst erwiesen, mein Freund. Ich weiß, dass ihr ein lauterer Krieger seid, daher werde ich euch zur Belohnung erzählen, was ich über die Drachenrüstung weiß. Was könnt ihr mir über die Drachenrüstung erzählen? Ah, die Drachenrüstung. Nun, der Legende nach wurde sie im Zeitalter des Chaos mit der Hilfe Anarons, eines Helden aus dem Bund der Sieben, von Zwergenschmieden hergestellt. Als Anarond den mächtigen Drachen Stistrum Gnuark erschlagen hatte, beschlossen die anderen Drachen, die Schlacht zu beenden und abzuziehen, unter der Bedingung, dass die Drachenrüstung zerstört und ihre Teile über die ganze Welt zerstreut würde. Und so geschah es. Wie kann ich die Drachenrüstung wieder zusammensetzen? In der Legende ist keine Rede davon, wohin die Teile der Drachenrüstung gebracht wurden, und die es wissen, sind schon lange tot und zu Staub zerfallen. Aber trotzdem ist die Legende wahr, denn in meinem Besitz befindet sich der Helm der legendären Rüstung. Als Dank für den großen Dienst, den ihr meinem Volk erwiesen habt, bin ich bereit, ihn euch zu überlassen. Jedoch nur, wenn ihr den Brustharnisch und das Herz des Drachen finden. Wo kann ich die anderen Stücke finden? Ich weiß nicht genau. Es soll mehrere Teile geben. Harnisch, Helm, Schild, Gürtel und ein paar Handschuhe. Wendet euch an Grisha, unseren Schmied. Er weiß vermutlich mehr über die Drachenrüstung als ich. Eines weiß ich jedoch. Das Herz des Drachen ist der wichtigste Teil des Panzers. Harnisch, Helm, Schild, Gürtel, Handschuhe. Keine Schiebehandschuhe, oder? Das Herz des Drachen? Gewiss. Es ist ein glutrot leuchtender Edelstein, der dieser Rüstung den größten Teil ihrer Kraft verleiht. Der Arkenstein, Freunde. Aber wo ist er zu finden? Über die anderen Stücke ist mir von einem abgesehen nichts bekannt. Ich hörte einmal, dass der Brustharnisch von einer wohlhabenden Familie erworben wurde. Wahrscheinlich weiß der jetzige Besitzer gar nichts von der wahren Herkunft und Bedeutung des Harnischs. Ihr könnt ihn ja besuchen und fragen, ob er ihn an euch verkauft. Er lebt in der Stadt, die ihr Menschen Verdistes nennt, glaube ich. Vielen Dank, ich komme wieder, wenn ich etwas gefunden habe. Bitte tut dies. Aber ehe ihr geht, will ich euch als einem Freund der Zwerge noch ein Geheimnis verraten, das euch auf euren Reisen helfen wird. Ich übergebe euch die Schriftrolle. Sie aktiviert die Teleporter der Zwerge, sodass ihr jederzeit in Windeseile zu den Hallen von Karanamix zurückkehren könnt. Ich werde den Vater des Steines bitten, euch seinen Segen zu geben. Rockdomigorn Trakleuna. Drachenpanzer. Der Zwergenkönig Gelb Dunadrim hat mir etwas über den legendären Drachenpanzer erzählt. Wenn ich den Harnisch und einen bestimmten Edelstein das Herz des Drachen finden kann, könnte der Zwergenschmied Grisha dies vielleicht zusammenfügen? Der Harnisch ist im Besitz eines wohlhabenden Händlers in Verdistes. Ah, er... Ah, ah.
Gut, die haben wir schon mal ehrenvoll uns erarbeitet. Habt ihr den Gold? Ich bringe euch die Steinaxt. Sie wurde von einem bösen Zauberer gestohlen. Er sorgte dafür, dass ein Elf verdächtigt wurde, um Hass zwischen Elfen und Zwergen zu schüren und einen Krieg heraufzubeschwören. Was? Potz, Axt und Feuerstein. Und ich hatte schon beinahe die Truppen für die Verteidigung gegen einen möglichen Elfenangriff in Bereitschaft versetzt. Das hätte zu einer gefährlichen Spannung zwischen unseren beiden Völkern führen können. Eure Nachrichten kommen genau zur rechten Zeit und haben wahrscheinlich einen blutigen Krieg zwischen Elfen und Zwergen verhindert. Ich danke euch. Gut. Freunde. Ich hätte gerne meine Sachen wieder. Erstmal essen. Mann, Mann, Achim, du. Hier geht's ja ab. Ich will auf jeden Fall mal mit Grisha reden und dann würde ich gern zur Zwergensiedlung zurück. Ich würde aber auch gerne mal kurz schlafen. Da wir eh keine Zwerge dabei haben. Keine Skorpione gerade dabei haben. So, hier ist die Schatzkarte. Die lege ich jetzt mal hier rüber. Irgendwie so. Na, keine Sorge, ich sortiere das jetzt nicht. Haben wir nicht. Schild des Drachen. Gut, es ist jetzt identifiziert. Auch gut. Ah. Das ist aber, glaube ich, nichts Besonderes hier. Okay. Handschuhe, Harnisch, den Helm kriegen wir von ihm? Ja. Ich rede mal kurz, ich quatsch mal kurz mit Grisha. Ich zuck's mich an der Nase, Alter. Wir quatschen mal kurz mit Grisha. Dann in die Zwergensiedlung. Dann gehen wir nach Verdistis zurück. Eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Es ist sehr heftig. Ey, wo sind wir denn gerade? Es ist sehr, sehr heftig, dass wir gerade keinerlei Erfahrung bekommen haben für diese Quest, ne? Aber ist schon nicht so nice. Müssten wir da unten, genau. Ja, ich weiß. Kann ich euch behilflich sein, mein Freund? Ich habe entdeckt, dass Dol Pürden der Treffpunkt der Mördersekte Schwarzer Ring ist. Das würde erklären, warum so viele meiner Brüder dort verschwunden sind. Ich habe den König noch nicht darüber informiert. Bitte geht doch zu ihm und sagt ihm es sofort. König Kelb Dunatrim hat mir von der Existenz einer Drachenrüstung erzählt. Ach, die vielgerühmte Drachenrüstung. Zahlreiche ehrgeizige Zwerge haben schon versucht, die Teile zusammenzutragen, die man für eine vollständige Rüstung braucht. Keinem ist es gelungen. Manche haben sogar ihr Leben bei dem Versuch verloren. Selbst wenn ihr ein paar Teile finden solltet, wären sie wahrscheinlich in einem miserablen Zustand. Könntet ihr die Teile reparieren, wenn ich genug für eine Rüstung finde? Nun, das wäre eine würdige Probe meines Könnens. Da ich nun einmal der beste Schmied im ganzen Land bin, nehme ich die Herausforderung an. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. Wie viele Teile des Drachenpanzers sollen denn noch existieren? Ihr wollt wirklich gegen Drachen kämpfen? Ihr müsst von Sinnen sein. Wenn ihr nicht von eurem Vorhaben abzubringen seid, braucht ihr die richtige Ausrüstung. Ihr braucht einen Harnisch. Den Helm, die Handschuhe, den Gürtel, den Schild. Und am wichtigsten, den Herzkristall. Wenn ihr wieder zur Vernunft kommt und auf den Drachenkampf verzichtet, wird die Rüstung euch trotzdem in jedem Kampf hervorragenden Schutz bieten.
Also es sind 6 Teile. Harnisch, Helm, Handschuhe, Gürtel, Schild. Schild und Gürtel haben wir schon. Handschuhe, Helm, Harnisch. Ja gut, Helm wissen wir, wo er ist. Harnisch theoretisch auch, bloß die Handschuhe und der Herzkristall. Erzählt mir etwas über das Herz, das ihr erwähnt habt. Das Drachenherz ist ein leuchtender Kristall, der in den Harnisch eingelassen wird. Es wird behauptet, dieser Kristall fängt den Feueratem des Drachen ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber er wird in jedem Fall die magischen Fähigkeiten der Rüstung enorm verbessern, das ist sicher. Und muss ich wirklich alle Teile finden? Nun ja, nur wenn ihr alle Teile findet, wird die Rüstung ihr volles Potenzial entfalten. Wenn ihr den Harnisch und das Herz findet, kann ich die Teile zusammenfügen. Solltet ihr euch die anderen Teile finden, sondern ihr auch die anderen Teile finden, wie den Helm, der sich im Besitz unseres Königs befindet, wird die Rüstung noch stärker. Okay. Ich würde jetzt ganz gern nochmal mit dem einen Zwerg reden, der so ein bisschen von Sinnen ist. Ob wir vielleicht seinen Fluch gelöst haben. Der müsste hier drin gewesen sein, oder? Ja. Wo ist er? Hier, hallo? Herr Zwerg? Haha, sieh nur, wie dich von diesem Ort verbanne, Dämon. Der Schwarze Ring benutzte Dolpyrden als geheimen Versammlungsort. Der Schwarze Ring? Wie kann ein Ring einen Tunnel als Versammlungsort benutzen? Welcher Ring würde das tun? Du willst den armen Carbondel nur den Verstand verdrehen. Zurück in die Unterwelt mit dir, Dämon. Armer Kerl, ich fürchte, euer Verstand ist immer noch verwirrt. Ich hatte gehofft, dass es so ein bisschen wie bei Malaneus ist und wir den jetzt vielleicht befreit haben. Aber no way, der Typ ist einfach weg. Boah, ich muss sagen, ne, so Zwergen synchronisieren, das geht irgendwann schon so dezent auf die Stimmbändlis. Die sind irgendwann gar nicht mehr so amused. Was haben wir hier? Ist es der erlesene Wein? Den tun wir gleich mal hier weg. Keine Sorge, ich sortiere, wenn ich nicht mehr aufnehme. Dann sortiere ich. Damit wieder ein bisschen Ordnung ist, weil ich kann das gar nicht. So, was wollten wir jetzt? Wir wollten doch zuerst in die Zwergensiedlung. Mir wurde zugetragen, ihr hättet die Steinaxt gefunden. Somit ist der heilige Schrein wiederhergestellt. Bei den furzenden Göttern. Der Unterwelt. Ich weiß nicht so recht, wie ich euch danken soll, Mensch. Ich habe die Steinaxt wieder beschafft. Ich hoffe, dass der Konflikt zwischen Zwergen und Elfen hiermit ein Ende findet. Bei den Göttern, wie können wir euch jemals für diese großartige Tat entlohnen? Erzählt mir, wie ihr sie den verfluchten Elfen abzunehmen vermochtet. Ich hoffe doch, einige von ihnen mussten ihr Leben lassen. Ich werde eure Geschichte eigenhändig aufschreiben. Ihr irrt, es waren nicht die Elfen. Ein Magier des Schwarzen Ringes hat den Diebstahl zu verantworten. Der Ring trachtet danach, möglichst viel Chaos und Hass zwischen Zwergen und Elfen zu stiften. Ich glaube, wir haben eine Rechnung mit diesem Schwarzen Ring zu begleichen. Niemals soll eine derartige Täuschung meines Volkes wiederholen können. Ihre teuflischen Machenschaften schreien nach blutiger Wiedergutmachung. Was soll nun mit dem unschuldigen Elfen in jenem dunklen Verlies geschehen? Oh, verflucht, wie peinlich. Es krümmt sich alles in mir bei dem Gedanken an die Schmerzen und die Schmach, die dieser arme Teufel von Elf erleiden musste. Besonders die Qualen, die ihm Torglut mit der Straußfeder angetan hat. Ich werde unverzüglich seine Freilassung veranlassen, seid gewiss, dass wir ihn angemessen entschädigen werden. Sorry, mir läuft da immer die Nase so, wenn ich den zu nachsynchronisiere. Ich möchte, dass ihr dem Rat der Sieben beitretet. Da nun die Steinaxt wieder auf dem Gedenksockel ist, wo sie hingehört, kann das größte Abenteuer meines Lebens beginnen. Die Tage des Schwarzen Rings sind gezählt. Sprecht einfach das magische Wort Schribben und ihr werdet zum Rat der Sieben teleportiert. Lasst uns sofort dorthin aufbrechen. Blöde Losungswort muss sich ein Imp ausgedacht haben. Haben die noch nie etwas von Vokalen gehört? Puh. Geschafft. Geil. So, Steinaxt wiederfinden. Na, stopp hier.
Vertreter der Zwerge im Rat. Wunderbar. Ich schau kurz ins Verlies. Axt ist wieder da? Axt ist wieder da, Freunde. Hab ich geregelt. Haben wir geregelt. Da ist der Elf. Kelliotan, ihr Fingol. Habt unendlichen Dank, oh Freund der Elfen. Von denen, die mich gefangen hielten, erfuhr ich, dass der schwarze Ring für den Diebstahl dieser hässlichen Steinaxt verantwortlich ist. Sobald ich mich von meinen Wunden erholt habe, werde ich zu meinem Volk zurückkehren und von dem bösen Werk berichten, welche der schwarze Ring vollbracht hat. Ich bin froh, dass ihr nun frei seid und die Axt wieder auf ihrem Gedenksockel ruht. Ihr habt mein Leben gerettet und dem aufkeimenden Hass zwischen den Zwergen und meinem Volk ein Ende gesetzt. Ihr seid ein wahrer Held. Ich gebe euch den Titel Elfenfreund und Gesegneter. Lebt wohl, es ist an der Zeit aufzubrechen. Moin. Die Tür ist verschlossen. Noch. Und sie bleibt verschlossen. So, jetzt schauen wir mal, ob der Gregor noch am Stizzly Weasley ist. Den würde ich ja doch gerne im Schädel abschlagen. Es sieht nicht danach aus. Es sieht aus, als hätten sie ihn sogleich abgesetzt. Jo. Die Zwerge haben postwendend, muss man wirklich sagen, reagiert und haben ihren Bürgermeister, der, wie es leider so ist, nach dem Ruhm seines Bruders trachtet, er abgesetzt. So, nächstes Ziel. Erstmal Rat der Sieben. Erstmal Rat der Sieben und mit dem Dude quatschen. Es fehlt ja jetzt noch Goemol und es fehlt noch der Elf. Ja, auch mal schnell einen Schluck trinken. Goemol ist ja da. Der Versammlungsort des Rat der Sieben ist wahrhaftig ein architektonisches Wunderwerk. Das ist gewiss Zwergenarbeit. Ich würde die Steinaxt meiner Mutter darauf verwenden. Warum glaubt ihr, dass dieser Ort von Zwergen geschaffen wurde? Ihr meint wohl, dies sei Menschenwerk, was? Niemals. Nur mein Volk besitzt das nötige Wissen, um so tief unter der Erde solch einen Ort zu schaffen, der von Erdbeben geschützt ist. Und dennoch die natürliche Schönheit der Felsen derart zur Geltung kommen lässt. Kümmert ihr Menschen euch ruhig um die Kriegskunst und den Handel und überlasst die Baukunst uns Zwergen. Was macht die Zwerge so einzigartig, Iolus? Sie haben zwei Hände, wie alle Völker auch. Warum sollten nicht Menschen... Jetzt muss ich doch kurz schneuzen. So, Entschuldigung. Ich teile eure Meinung nicht, dieser Ort. Oh, das ist so ein... Oh. Egal, wir sind der ultimative, rassenvereinende Hero. Ich fürchte, ich teile eure Meinung nicht. Dieser Ort wurde von der Harmonie unter den Völkern gewidmet. Wurde der Harmonie der Völker gewidmet, nicht wahr? Dann haben gewiss alle Völker an seiner Entstehung mitgewirkt. Fein. Vielleicht habt ihr recht. Aber sagt, worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Ich muss mir eure Unterstützung sicher sein. Werdet ihr an der Segnung teilhaben? Es spricht kein Grund dagegen. Sofern ihr bereit seid, dieses Ritual über euch ergehen zu lassen. Der schwarze Ring muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich danke euch. Leider muss ich mich nun verabschieden. Auf bald. Schön, dass ihr wieder zurück seid, mein Freund. Ich habe herausgefunden, wer das Ratsmitglied der Zwerge ist. Sein Name ist Iolus Donnerschlag. Ich habe ihn getroffen und konnte ihn davon überzeugen, dem Rat der Sieben beizutreten. Bei den Sieben Göttern gut gemacht. Gut gemacht. Bald habt ihr alle Mitglieder des Rates der Sieben zusammen. Wenn meine Knochen nicht schon so alt wären, würde ich euch jetzt zum Tanz bitten. Ja, ich habe nun doch noch ein paar Fragen. Mir ist, als hätte ich diesen Elfen schon mal irgendwo gesehen. Das ist der Letzte. Wie sie mich alle angucken. Als hätte ich irgendwas verbrochen. Oh Gott!
Wo haben wir die? Oh Gott, da liegt er. Oh mein Gott. Das ist mein, also das ist meine schlimmste Vorstellung. Die schlimmste Vorstellung. Dass irgendwann der Ding weg ist. Die Teleportationspyramide. Das wäre ein massiver Untergang. So, wir haben zwei wirklich große Handelsfamilien, ne? In Verdistis. Okay, bei ihm kriegt man nicht sonderlich viel heraus. Wo ist denn der zweite nochmal? Der ist hier unten, okay? Der Harnisch ist im Besitz eines wohlhabenden Händlers. Das kann ja nur er sein.